Namaste, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Ja, das ist mein Weihnachtsvideo. Es sollte eigentlich mein Adventsvideo werden, aber das hat leider nicht ganz geklappt. Ich werde auch später gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, warum. Dann wird es irgendwie auch klarer. Aber irgendwie zumindest vor Weihnachten, das wollte ich mir auf keinen Fall nehmen lassen, dieses Video aufzunehmen, auch wenn ich zugegebenermaßen jetzt nicht unbedingt so ein Riesenkonzept dazu habe, sondern es war einfach mein Gefühl, mich mit euch quasi in einen Raum zu begeben, auch jetzt keine Karten zwischen uns zu haben, sondern wirklich so ganz direkt hier in der Mitte zu sitzen und zu euch, zu dir zu sprechen, aus meinem Herzen zu sprechen, einfach zu teilen, was so da ist. Und bin jetzt froh, den Mut gefunden zu haben, es noch vor Weihnachten und tatsächlich jetzt, wo ich es gerade aufnehme, ist auch so zu Beginn der Rauhnächte zumindest, das aufzunehmen und einfach so in diesen Raum mit euch einzutauchen. Und ich mag dich, wenn du magst, einladen, einfach mit mir jetzt für ein paar Minuten hier zu sein und dieses Video vielleicht als Gelegenheit zu sehen oder zu nutzen, einfach runterzukommen, dir es vielleicht ganz gemütlich zu machen, dir einen Tee zu nehmen, dich einzumummeln und einfach so ein bisschen Wohlgefühl einzuladen. Ja, ein Wohlfühlvideo quasi. Und ich rede ein bisschen. Ich rede ein bisschen so aus meinem Herzen. Wie gesagt, ich habe kein wirkliches Konzept, aber ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, auf die ich antworten werde. Und das heißt, wir haben ein kleines bisschen Struktur. Und ansonsten, lass es uns einfach Begegnungsvideo nennen. Und für mich ist es auf jeden Fall immer noch, obwohl ich schon ab und an mal so ein Video aufgenommen habe für diesen Kanal, das ist echt immer noch eine Herausforderung. Ich will nicht sagen, ich bin schüchtern, aber ich bin vielleicht doch ein bisschen schüchtern noch. Und dann gibt's auch was in mir, das sagt, ja, es ist alles eine Frage der Übung. Einfach machen, wahrnehmen, spüren, wie es sich anfühlt, akzeptieren, dass es nicht alles gerade so leicht, in Anführungsstrichen, sich anfühlt, sondern dass einfach verschiedene innere Gefühle dazu sind, das jetzt zu machen. Aber spüren, dass da noch was Tieferes ist, nämlich einfach ein Impuls, der sagt, es ist mir jetzt wichtig, und diesem Impuls folgen und einfach vertrauen, dass es von Mal zu Mal, wo ich diesen Mut finde, mich wieder vor das Video zu setzen, dass es leichter wird. Und tatsächlich ist es eigentlich auch so ein Vorhaben, wie nennt man das, wenn man sich so fürs nächste Jahr, wenn man da Pläne hat. Das ist so etwas, was tatsächlich so ein bisschen auf meiner To-Do-Liste steht, wobei es kommt weniger so aus dem Kopf, sondern es ist wirklich eher so ein Impuls, den ich auch schon wirklich länger habe. Ich habe das schon länger im Gefühl, mehr einfach so diesen direkten Raum zu öffnen und zu teilen und einfach wirklich in diese Begegnung zu gehen, auch wenn es vielleicht digital ist, aber trotzdem einfach so dieses direkte Beieinander sein. Und aus verschiedenen Gründen war es einfach bisher nicht dran. Ja, aber ich will nicht so vorspringen, weil ich glaube, es war eine Frage dabei, wo ich über mein nächstes Jahr spreche. von daher, lass uns einfach in die Fragen starten. Wie gesagt, wenn du Lust hast, in dieses Video mit mir einzutauchen und einfach für ein paar Momente mit mir da zu sein, dann mach's dir doch gern gemütlich. Ich habe es mir auch gemütlich gemacht, Kerzen an. Und und wenn ich nicht so aufgeregt wäre, dann würde ich es gerade richtig genießen, hier zu sein mit euch. So. Okay, also ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Auf die mag ich jetzt einfach mal teilen, was so da ist. Ich habe mir bei allen keine wirklichen Gedanken vorher gemacht, sondern ich denke mir, oder für mich ist es eigentlich immer am besten, wenn ich aus dem Moment, aus dem Herzen, aus dem Impuls spreche. Von daher, ich bin sozusagen selber ein bisschen gespannt, was jetzt kommt. Ja,
Und ich finde es irgendwie gerade auch wirklich richtig schön, mit euch einfach diesen Raum zu teilen. Also vielen Dank dafür. Ja, die erste Frage: Wie geht's dir gerade? Ja, diese Frage klingt so leicht, aber eigentlich brauchst du eine total differenzierte Antwort, die ich versuche gerade mal so ein Stück weit wirklich auf ein Minimum zu konzentrieren. Also, wie geht's mir gerade? Mir geht's gerade, in vielen Dingen geht's mir gerade gut und ich bin gerade auch vor allen Dingen körperlich in einigen Prozessen, Gesundwerdungsprozessen. Ich hatte letzten Monat eine OP, die habe ich ganz gut überstanden, habe aber die Schmerzmittel nicht vertragen und einige Baustellen dadurch bekommen. Auch so ein bisschen unerwartet. So, also mir war klar, dass so eine OP natürlich auch einfach trotzdem eine Herausforderung fürs System ist und Zeit braucht, dass mein Körper Zeit braucht, einfach diese Erfahrung zu verarbeiten und natürlich dann auch die Heilung und so weiter und so fort. Und dass es da quasi noch so zusätzliche dann Baustellen geben könnte, so ungeplant, das ja, hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm, sondern das war dann irgendwie so, ja, als ob man anstatt mit 3 Bällen plötzlich mit 10 Bällen jongliert und gar nicht jonglieren kann oder zumindest noch nicht viel Übung darin hat. So fühlt es sich an. Ja, ich war vor allen Dingen auch viel geschafft dadurch, bin es immer noch. Ich mag es gerade gar nicht so ausführen, aber das ist auch ein Grund dafür, warum Anfang des Monats jetzt kein Monatsausblick kam, weil ich einfach gemerkt habe, ich schaffe es gerade nicht. Also kräftemäßig, aber tatsächlich auch das ein Symptom ist, das ich seither habe, dass ich so wie so einen Dauerkopfschmerz habe, so ein Dauer, ich, also schwer in Worte zu fassen, aber so dieses Gefühl zu haben, der Kopf ist nicht frei und ja, kann eigentlich gerade gar nicht so richtig frei und leicht so spüren und Worte finden. Was für mich aber ein wichtiges Gefühl ist, wenn ich die Monatsausblicke aufnehme. So, da brauche ich hier oben Raum, ja. Da brauche ich hier Freiheit. So. Ja, und das war so ein quasi so ein Stein im Getriebe neben ein paar anderen, die mich zu diesem Entschluss gebracht haben, dass ich das ausfallen lasse, das Video. Und ja, darin steckt auch einfach für mich auch viel zu, was heißt zu lernen drin, aber so dieses mir Pause gönnen, aber nicht nur so bis zum untersten Grad, bis es gerade so wieder geht und dann schon wieder so voll in die Welt zu gehen, sondern wirklich, wirklich, wirklich auch mal über einen längeren Zeitraum so zurücktreten, das ist für mich, also das ist gar nicht so einfach. Das ist, ja, das ist für mich schon auch eine Herausforderung. Und ich merke, wenn ich zu viel gerade mache, zu viel eingespannt bin wieder oder also wenn es einfach zu viel ist, mein Körper hat gerade nicht so diese Resilienz wie vorher. Also so dieses vorher konnte ich vielleicht noch mehr abpuffern. So, da habe ich auch meine Pausen gebraucht und so auch Rückzug und Verarbeitungsraum und so weiter und so fort. Aber mein Körper kommt jetzt sehr viel schneller an den Stopp und das spüre ich eben vor allen Dingen unter anderem auch an eben Kopfschmerzen und anderen Symptomen, auf die ich gar nicht so tief eingehen wollte. Vielleicht nehme ich dazu einfach mal ein extra Video auf. Ja, also die Frage, wie geht's mir gerade? Vielschichtig. ja, vielschichtig. Viel los, viel Ruhebedürfnis. Und ja, Punkt. Okay. Zweite.
zweite Frage. Ja, werden noch Monatsausblicke kommen? Jein. Also ja, nein, jein, ja. Wahrscheinlich eher ja. Das Ding ist, für mich ist ganz klar, dass in diesen Monatsausblicken eine große Kraft steckt und dass auch viel von meiner Kraft da mit reinfließen kann. Und es gibt ein Aber. Und das Aber ist, dass ich persönlich, also ich in mir drin quasi, wenn ich so in meinen natürlichen Fluss bin, dann ist es für mich oft nicht so wirklich relevant, dass ein neuer Monat ist. Ich habe irgendwie, was so Zeitgefühl angeht, ich bin dann manchmal in anderen, ja, in anderen, ja, vielleicht in anderen Zeiten unterwegs. Wie soll ich das sagen? Für mich persönlich ist es sehr selten so, dass wenn ich nur für mich alleine wäre, dass ich so frage, okay, es ist der neue Monat und was bringt mir der neue Monat? Sondern ich bin eher eigentlich so ein Mensch, der entweder sehr kleinschrittig schaut, so was bringt mir dieser Moment, also noch nicht mal was bringt mir dieser Tag, sondern wirklich so, was ist denn jetzt in diesem Moment gerade da? Oder dass ich quasi so ein Gefühl für wirklich Zeiträume bekomme, die aber eigentlich nicht mit einem Monatsanfang beginnen und mit einem Monatsende aufhören, sondern das sind einfach einfach intelligente Prozesse, intelligente Zeiträume, wo ich so einen Impuls, wo ich so ein Gefühl reinbekomme oder ja, die aber einfach so lang dauern, wie sie dauern. Und für mich ist es eigentlich, wenn ich so meiner natürlichen, also wie ich einfach in mir selber so ticke oder ja, wie ich so auf die Welt schaue, ist es eigentlich für mich quasi so ein kleines bisschen, als ob ich eine Fremdsprache spreche, wenn ich quasi so Monatsausblicke mache. Was nicht so schlimm ist, weil ich das irgendwie trotzdem gut für mich immer übersetzen kann. Also ich kann das gut in so einen Monat packen. Aber es fällt mir oft schwer, und das ist euch sicherlich aufgefallen, es fällt mir oft schwer, wirklich zum Anfang des Monats ein Video aufzunehmen, wo ich dann über diesen Monat spreche, weil ich ganz oft am Anfang des Monats irgendwie ja, das noch, also das eigentlich ganz oft noch gar kein Impuls da ist. Also ich muss es so ein bisschen ich sag mal, künstlich entscheiden. So, okay, ich habe da ein Format, das ist ein Monatsimpulsformat. Also muss ich oder ich will ich, entscheide ich mich dafür, jeden Monat, so, soweit ich es schaffe, natürlich auch, da ein Video zu machen. Und das ist dieses Jein. Ich spüre, ich spüre, dass mir dieses Format wichtig ist. Aber auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, das, was ich eigentlich ausdrücken will, ich spüre, dass ich auch eigentlich unter einem permanenten Druck in mir selber stehe, das auch zu schaffen, zu leisten. Dass ich eigentlich mir selber, wenn ich mich wirklich freilassen würde, dann weiß ich nicht, dann würde es wahrscheinlich manchmal eher geballt Videos geben und dann mal länger keins, weil ich einfach so aus dem Impuls heraus dann das aufnehme und nicht, weil jetzt irgendein bestimmter Zeitraum ist oder ein bestimmter Tag oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und dieses Nein, also ich habe gesagt, na, werden noch Monatsvideos kommen, so ist ein Jein, dieses Nein ist halt wirklich im Grunde nur der Ausdruck davon, dass ich auf der Suche bin, wie ich das gestalten kann, ohne dass ich innerlich diesen Druck empfinde. Wie ich eigentlich dieses Format so gestalten kann oder wie ich es mir vielleicht auch selber hinter den Kulissen gestalten kann, dass es leichter ist. Nicht das Video aufnehmen an sich oder dieses Sprechen oder Gardening, das ist für mich, das ist für mich leicht oder das fließt auch natürlich, sondern dieser Punkt, dass ich quasi alles vorbereite und das Video aufnehme und quasi, ja, diese,
ja, so, wenn es halt ein Monatsformat ist, braucht es da einfach diese Disziplin eigentlich, dass man immer so am Anfang des Monats oder Ende des vorigen Monats, dass man das dann macht, damit es quasi natürlich seine Routine beibehält. Und da fehlt mir die Leichtigkeit, weil ich selbst eben ganz oft so ein bisschen zeitlos unterwegs bin. Und da bin ich einfach gerade, also ich bin es schon länger, ich mache mir da schon sehr lange Gedanken darum, was es braucht. Ich habe natürlich auch schon drüber nachgedacht, ob es vielleicht ein Zeichen ist, für mich sein sollte, dass ich dieses Format einfach loslasse und ein anderes Format mache. Aber da spüre ich auch kein Ja, weil ich fühle mich mit diesem Format sehr, ich fühle mich damit sehr verbunden und ich spüre auch, dass da sehr viel Herz drin steckt und Seele und es ist mir auch wichtig. Und ich bin aber auch auf einer anderen Ebene bin ich auch nicht mehr bereit, so viel unter Druck zu stehen. Also ich, und das hat nichts mit dem Format zu tun, sondern generell in meinem Leben, dass ich irgendwann in diesem Jahr wirklich für mich mal so einen Punkt erreicht habe, wo ich gemerkt habe, okay, die Dinge, wo ich in mir dauernd so Druck habe und so in so einem so Anspannung fühle, da will ich Lösungen finden. Und ich bin, ja, es gibt einfach so Punkte in meinem Leben, da habe ich durch diese Entscheidung quasi aus dem Druck in Lösungen zu kommen, die es mir leichter machen, dass ich mit mehr Freude und auch mit noch mehr Natürlichkeit die Dinge machen kann, die ich mache. Das hat in vielen Punkten schon wirklich gute Veränderungen gebracht. Aber bei diesem Monatsausblick oder Monatseinblicksformat, da habe ich irgendwie diese Lösung noch nicht gefunden. Aber ich bin bereit, ja, ich bin bereit, diese Lösung zu finden. Ich bin bereit, diese Lösung zu empfangen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß, dass ich mich verbunden fühle. Und deswegen würde ich die Frage, werden noch Monatsausblicke kommen, mit Ja beantworten. Ja, und ich weiß noch nicht so ganz wie, weil ich spüre, dass diese Monatsausblicke auf ein neues Level kommen wollen, weil auch meine Seele auf ein neues Level kommen will. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das umsetze. Aber im Grunde ist es ein Ja. Okay, nächste Frage. Ja, wie verbringst du die Rauhnächte? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja ganz verschiedene Ansätze, sage ich mal, die Rauhnächte zu verbringen. Ich kenne Menschen, die wirklich die Zeit sehr rituell gestalten, und auch sehr, ja, für sich so sehr feste Entscheidungen haben, was sie in diesem Zeitraum der Rauhnächte machen wollen oder nicht machen wollen. Ich kenne Menschen, die damit irgendwie überhaupt nichts anfangen können und einfach so, ja, einfach, ja, ihr Ding machen, ja. Und ich würde sagen, ich bin so ein bisschen dazwischen. Was ich gerne mache zu den Rauhnächten, ist tatsächlich mir die Träume aufschreiben, die ich nachts hatte und dann quasi zu schauen, okay, für welchen Tag, welche Nacht haben wir gerade und welcher Monat, also für welchen Monat im Folgejahr steht quasi dieser Tag, diese Nacht. Und ich notiere mir das total gerne und schaue dann im nächsten Jahr, was ich in den Rauhnächten dazu geträumt bzw. erlebt habe, weil ich nehme nicht nur die Nächte, also nicht nur meine Träume, sondern ich nehme tatsächlich auch die Dinge, die ich am Tag erlebe, als quasi, ja, so als Impulse für das, was der jeweilige Monat dann im nächsten, also im Folgejahr bringen kann. So, also für mich ist es so, dass es eben nicht nur in den Nächten, dass wir da einfach offen sind, schon so Dinge zu empfangen, sondern für mich ist es so, dass ich auch darauf schaue, was erlebe ich am Tag und nicht unbedingt immer so eins zu eins im Sinne von, okay, ich hatte jetzt heute dies und das erlebt, also muss ich das dann quasi
Also wenn ich in der ersten Rauhnacht oder am ersten Rauhnachtstag quasi, keine Ahnung, Beispiel, ich würde einen Streit erleben, es ist nicht unbedingt, dass ich dann schlussfolge, dass dann irgendwie der Januar im Folgejahr unbedingt ein streitsamer Monat sein muss, sondern ich schaue eher, okay, was hat denn dieser Streit in mir berührt? Das ist jetzt ein Beispiel, aber zum Beispiel, ne, also ja, ich hätte da einen Streit und dann würde ich mich eher fragen, was hat das denn jetzt in mir berührt? Welches Thema ist es, hat mich denn da berührt? Was habe ich denn hier gespürt, was mir wichtig ist oder wo ich mich weiterentwickeln, weiter bewegen will? Ja, also wo meine Seele vielleicht auch durch mich sprechen und neue Erfahrungen machen will. Und das notiere ich mir dann. Also nicht immer nur so eins zu eins, sondern ich versuche eigentlich auch, wenn ich mir Träume notiere, immer zu schauen, okay, und was ist denn das? Wie könnte ich das denn jetzt übersetzen? Und es ist natürlich immer auch so ein bisschen ein Mutmaß und es ist auch so ein bisschen ein Rumspielen mit den Seelenimpulsen. Ich tue es auch nie zu eng formulieren und mich auch nie dran halten, sondern ja, für mich sind die Rauhnächte mittlerweile eher auch eine spielerische Zeit. Ich habe auch die Rauhnächte auch schon sehr, sehr eng verbracht, also eng im Sinne von, dass ich wirklich die Dinge, die ich erlebt habe, oder auch die Dinge, die ich geträumt habe, wirklich sehr eins zu eins so für bare Münze oder so genommen habe. Das ist für mich mittlerweile nicht mehr so. Ich bin lockerer geworden und ich glaube, ich hatte sogar vor 2 oder vor 3 Jahren, ich weiß nicht genau wann, aber ich hatte irgendwann in den letzten Jahren hatte ich auch mal tatsächlich eine Rauhnachtszeit, wo ich mir gar nichts, also wo ich nichts gemacht habe. Kein Ritual, kein nichts, wo ich einfach gesagt habe, ich bin offen. So. Ja, genau. Also meine Rauhnächte verbringe ich dieses Jahr höchstwahrscheinlich hauptsächlich damit, wieder quasi zu journalen, also mir das aufzuschreiben. Und ansonsten habe ich gerne, setze ich mir gerne einen Impuls. So generell für die Zeit. Ja, und das passt so ein bisschen zu dem, was ich am Anfang beschrieben habe über meinen gesundheitlichen Zustand. Also für mich ist Rauhnachtszeitimpuls Pause machen und nicht jede Gelegenheit, wieder irgendetwas zu tun oder zu erledigen oder da zu helfen oder dies oder das oder jenes nutzen, sondern ja, ruhig noch ein bisschen ruhig angehen lassen. Ja. Das ist so mein Grundimpuls für die Rauhnacht. Ja, wenn du magst, schreib gerne in die Kommentare, wie du die Rauhnächte verbringst, was dir auch Freude macht. Ich bin ja immer eine große Freundin davon, zu schauen, was macht mir gerade Freude. Also wenn ich gerade aus mir heraus die Freude spüre, wirklich so sehr engmaschig, rituell durch eine bestimmte Zeit zu gehen, warum nicht? Ja. Wenn das meine Freude ist, dann ja. Und wenn es mir gerade Freude macht, einfach alles mal davon fließen zu lassen und mal nichts von dem zu tun, wie ich sonst meine Rauhnächte gestaltet habe, ja, warum nicht? So. Von daher, wenn du magst, teile gerne in den Kommentaren, was dir Freude machen würde oder was du so spürst, was jetzt für diese Rauhnächte deine Freude ist, wie du sie für dich gestalten magst. Ja, würde mich interessieren, weil ich bin einfach immer neugierig, wie andere das machen. Nicht um mich zu vergleichen oder so, sondern einfach, weil ich das feiere, wie unterschiedlich wir Menschen sind. Und ich finde alles voll okay. Ich finde es voll okay, wirklich so für sich sehr rituell durch die Zeit zu gehen. Und ich finde es auch okay, wenn man sagt, ich mache dieses Jahr nichts. Oder vielleicht sogar, wenn man sagt, ich Rauhnächte, damit kann ich nichts anfangen oder damit fühle ich mich nicht verbunden. Ja, warum nicht? Dann wirst du, wenn du das so fühlst, dann wirst du für dich andere Wege haben, um ja im Kontakt mit dir zu sein. So, ich glaube, jeder ist für sich in einer gewissen Weise auch sein eigener Experte. Genau. Und deswegen, ja, wie gesagt, wenn du magst, teil gerne in den Kommentaren, wie du deine Rauhnächte verbringen magst. Ja. Was so Dinge sind, die dir gerade Freude machen oder womit du vielleicht auch schon gute Erfahrungen gemacht hast. Ja, wenn du magst. Und wenn nicht, auch vollkommen okay. Okay, nächste Frage. Was war für dich das kollektive Thema 2023? Ehrlich gesagt, ich habe ja zu Beginn des Jahres so einen Jahresausblick gemacht.
Ich habe keine Ahnung gerade, was ich da gesagt habe. Ich habe es wirklich, ich könnte es, ich müsste mir das Video nochmal anschauen. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob das, was ich gerade sage, sich damit deckt. Aber vielleicht auch doch. Ich spreche jetzt einfach wirklich aus dem Moment heraus. Das kollektive Thema 2023 oder eins, ich sage mal eins, ja, ein kollektives Thema, was ich auf jeden Fall wahrgenommen habe, ist das Thema sichere Bindung. Wo und mit wem und wie sind wir sicher gebunden und wie fühlt sich das an, nicht sicher gebunden, sich nicht sicher gebunden zu fühlen? Wie gehen wir damit um? Wie können wir da auch Lösungen finden? Und sichere Bindung, das kann jetzt auch wieder ganz vielschichtig verstanden werden. Also kann es um was Zwischenmenschliches gehen, aber da kann es auch darum gehen, fühle ich mich denn sicher gebunden im Leben, im Göttlichen, im großen Miteinander, ja, einfach so wie Gesellschaft oder wie mein Umfeld gerade ist. Für mich sind das Themen dieses Jahres oder ist das ein Thema, was ich wahrgenommen habe, was dieses Jahr sich sehr gezeigt hat. Ja, in allen möglichen Facetten und Farben. Und ich bin, unabhängig davon, bin ich tatsächlich eine große Freundin von sicheren Räumen. Was heißt eine große Freundin? Das kommt natürlich irgendwie so ein bisschen auch aus meiner, also natürlich auch aus meiner persönlichen Geschichte, aus meinen eigenen Erfahrungen, aus dem, was ich selbst gebraucht habe und nicht bekommen, nicht erfahren habe und quasi dann durch den Schmerz auch meine eigene Kraft gefunden habe, so also ein Mensch zu werden, der schon auch ein gerne sichere Räume schafft oder zumindest eine Bewusstheit dafür hat, aber es kommt auch so ein bisschen einfach aus meinem beruflichen Werdegang. Ja, also ich habe mich einfach viel mit dem Thema sichere Räume beschäftigt, beziehungsweise auch mit der Wichtigkeit davon. Und deswegen ist es vielleicht auch, sind das jetzt vielleicht auch so meine Worte, wie ich das dieses Jahr greifen würde oder so ein kollektives Thema. Ja, wenn ich sage, so sichere Bindung, sichere Räume, das ist natürlich einfach auch so ein bisschen gefärbt von mir, weil ich einfach ein Mensch bin, der in die Welt schaut und einfach ein Gespür dafür hat, wo sichere Räume fehlen. Ja, und vielleicht ist es mir einfach dieses Jahr natürlich auch besonders stark aufgefallen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ist mir auch schon vorher aufgefallen und da hätte ich das kollektive Thema anders betitelt. Von daher, wie auch immer. Also mein Impuls jetzt aus dem Moment ist, das Thema 2023 oder ein Thema, sicherlich neben auch anderen kollektiven Themen, waren sichere Räume und ja, die zu priorisieren, natürlich auch, aber auch Lösungen finden. Ich mag das Wort gerade ganz gern, Lösungen finden. Ja, Lösungen finden, wie man das gestalten kann. Ja, im kleinen Umfeld genauso wie im großen. Und ja, ich bin ja auch eine Visionärin. Also ich schaue auf diese Welt und habe ein Bild davon, wie es sein kann, wenn wir als Gesellschaft, als Erdengemeinschaft, also Gesellschaft ist schon wieder so, ist noch zu klein, ja, es ist eine Erdengemeinschaft, es ist ein großes Miteinander und ich habe in mir einfach so ein Bild hier drin, ja, es ist wirklich so hinter den Worten ist da ein Bild davon, wie es sein kann, wenn wir uns als Erdengemeinschaft, uns allen hier als Erdengemeinschaft einen sicheren Raum bieten und halten und wenn wir das auch lernen, ich glaube, es ist auch ein Lernprozess und ein Wachstumsprozess. Und an dieser Vision halte ich irgendwie so ganz tief in meiner Tiefe auch fest. Ich glaube, das merkt man vielleicht auch in meinen Monatsausblicken, dass es schon noch so durchschimmert, dass da einfach eine tiefe Vision ist von unserer Welt, von diesem Potenzial, das wir als Erdengemeinschaft haben. Ja, und für mich ist das einfach ein Potenzial, das in uns schlummert.
als Erdengemeinschaft, aber irgendwie auch natürlich in uns als Einzelmenschen, ne? Was können wir auch, wie können wir uns einbringen im Miteinander? Und für mich ist es schon noch eine große, große, große Frage, wirklich dieses sich mit sich selbst beschäftigen, sich mit sich selbst verbinden und sich zu fragen, okay, wo habe ich Talente, wo habe ich Kräfte, wo kann ich mich einbringen in diesem Leben, in dieser Welt, ja, so hier auf diesem Erdboden quasi, wo kann ich mich einbringen und auf meine Weise einen sicher, also sichere Räume kreieren? Ja. Auch das ist irgendwie, ja, auch das kommt mir gerade. Auch das kommt mir gerade als Wachstums, also als Thema, das ich gerade wahrnehme. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Funke oder dieses Bedürfnis sich selbst gegenüber, dass man eben auch in seinem, also nicht nur in seinem beruflichen Wirken, aber auch eben gerade da, dass man eben wirklich, wirklich auch einen Sinn schafft und auch einen Sinn schöpft dort, wo man wirkt und mit dem, was man einfach tut. Und dass eben andere Gründe, nicht, dass die weniger wichtig sind oder so, also wie zum Beispiel, es kann ja sein, Geld verdienen oder in einem Team zu arbeiten, um Gemeinschaftserfahrung zu machen oder was weiß ich, was es alles für Gründe gibt, zum Beispiel für berufliche Erfahrung. Aber dass das quasi, also wenn dieser Sinn, ja, wenn dieses Sinn schöpfen und Sinn schaffen fehlt, und Sinn ist für mich persönlich eben sehr eng damit verknüpft, dass man in irgendeiner Art und Weise einen sicheren Raum kreiert für irgendwas, für irgendwen, mit irgendeinem Thema, mit irgendeiner Expertise, die man hat. Also Sinn ist für mich verknüpft mit einem sicheren Raum, den man kreiert. Und wenn einem dieser Sinn fehlt oder wenn man vielleicht auch gar nicht so richtig sich selber spürt, wo man denn eben, wie man wirkt, dass dann alles andere so ein bisschen bröselig sich anfühlen kann. Ja, das würde ich vielleicht auch noch so in dieses Jahr verorten. Dass einfach diese Sinnfrage noch mehr Gewicht bekommen hat. Ja, beziehungsweise Sinnfrage, das klingt schon wieder so abstrakt. Wie kann ich das anders sagen? Also, dass dieses Jahr vielleicht schon auch mehr Gewicht bekommen hat, dass man einfach spürt, dass man vielleicht auch dort, wo man ist, wirklich ja etwas beitragen möchte, also einfach etwas Wertvolles, etwas Liebevolles, etwas Sicherheit spendendes und schenkendes beitragen möchte. Ja, auch das würde ich irgendwie so ein bisschen in dieses Jahr mit verorten, als Thema, das sich so mit gezeigt hat. Also ja, unterm Strich sichere Räume und das, was ich jetzt eigentlich erzählt habe, waren nur verschiedene Facetten von diesem einen Thema. Oh, ich sehe gerade, eine Kerze ist ausgegangen, aber es macht nichts, wir haben noch eine andere. Okay, nächste Frage. Was würdest du sagen, war dein persönliches Thema 2023? Ich würde sagen, ich habe es vorhin schon so ein bisschen angedeutet mit dem Funktionieren. Für mich war schon sehr, sehr, sehr stark, also stärker als ich es irgendwie von sonst wann kenne, diese Frage nach, wenn meine Seele, wenn ich mich frei fühlen würde, was würde mir jetzt Freude machen? Und da habe ich dieses Jahr festgestellt, dass es viele Punkte gibt, wo ich da schon ein gutes Gefühl dafür habe oder wo ich das auch schon sehr
also auch einfach lebe und umsetze. Und dann habe ich einfach dieses Jahr auch für mich festgestellt, wo ich einfach noch bestimmte Konzepte vielleicht habe oder Verhaltensweisen oder andere Kräfte, die quasi da, die mich gar nicht immer so richtig spüren lassen, wie ich es eigentlich gestalten würde, wenn ich so ganz in meiner Freude wäre. Also zum Beispiel Monatsorakel, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich habe da eine Freude dran, ich spüre auch meine Seele, aber dieses Monatliche, dieses Getaktete, da merke ich, das ist irgendwie nicht so ganz, wie ich bin. Da muss ich immer so ein bisschen eine Fremdsprache sprechen. Ich habe es ja vorhin schon mal versucht zu erklären. Aber ich habe eben noch eine andere Kraft in mir und das ist schon eine, ich habe schon auch eine starke Geistkraft. Und es gibt schon auch eben eine Kraft in mir, die sagt, ja, du machst es jetzt, ja. Ich schaff's vielleicht nicht immer zum Ersten, aber ich schaff's zumindest überhaupt, mich hinzusetzen und eben nicht ein halbes Jahr zu warten, bis wirklich so ein voller Impuls ist, wieder so ein Impu so ein Zeitqualitätsausblick zu machen, sondern irgendwie zumindest irgendwie in diesem Monatsrhythmus zu bleiben, ja. Und da habe ich quasi zwei Kräfte. Also ich habe eine starke Seelenkraft, die schon noch sehr stark spürt, wie ich bin, ja. Und auf der anderen Seite diese starke Geistkraft, die einfach auch so tak, 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 die schon auch bestimmte Werte hat oder ja, einfach auch so einen bestimmten Willen hat. Und das hat mich persönlich dieses Jahr, das ist mir sehr aufgefallen, dass ich diese beiden, dass ich gar nicht will, dass es ein Entweder-Oder ist, so dieses, sondern dass ich habe da einfach zwei Kräfte. Ich habe da eine starke Seele und einen starken Geist und ich will, dass die zusammenarbeiten. Und ich, deswegen auch mit den Monatsorakeln, es ist so ein Jein, denn ich habe voll Lust darauf zu erfahren und zu spüren, wie ist es denn, wenn mein Geist und meine Seele zusammenarbeiten und diese Monatsvideos oder vielleicht wird es dann eben auch ein bisschen anders, ja, aber trotzdem diese regelmäßigen Impulse zu, also wie wird denn das Format, wenn mein Geist und meine Seele zusammenarbeiten? Und ich merke, da ist eben noch so ein Nichtwissen, weil mein Geist sagt, na ja, so immer zum Anfang des Monats ist doch klar. Ja, mein Geist würde das auch wirklich, wirklich gerne tun. Also das ist wirklich der hat einen großen Umsetzungswillen. Nur das Problem ist, meine Seele ist wirklich ganz anders drauf. Also das ist wirklich für mich ein Erfolg, wenn ich das schaffe, wenigstens in der Mitte des Monats was zu machen, obwohl eigentlich der Seelenimpuls noch gar nicht da ist. Das klingt jetzt falsch, weil es das heißt nicht, dass ich jetzt vollkommen ohne Impuls oder Seele bin, aber es ist schwierig in Worte zu fassen. Ja. Und ich kenne das nur, dieses Entweder-Oder, ja, so, als ob ich mich entscheiden müsste. Und ich habe einfach dieses Jahr für mich gemerkt, ich will das gar nicht. Ich will, dass alle meine Kräfte zusammenarbeiten. Und in vielen Lebensbereichen habe ich da schon für mich weitergehen und einfach neue Erfahrungen machen können und auch spüren können, wie ist es denn, wenn mein Geist und meine Seele und natürlich auch andere Kräfte, die ich habe, wenn alles zusammenarbeitet, ja, und ein Team ist. Und ich merke, mein YouTube-Kanal ist für mich schon ein Spiegel da noch, also da, das ist wirklich so mein Meisterspiegel. So, hier würde ich sagen, habe ich es noch nicht geschafft, aber ich gebe nicht auf, sondern ich bin wirklich bereit, hier eine Lösung zu finden. Und da fühle ich auch eine große Liebe für mich, für diesen Willen, ein Team mit mir selbst zu sein und auch für diesen Willen, wirklich ganzheitlich zu wirken und mich immer wieder auch selbst zu reflektieren. Und wenn ich sage, kritisch mit mir sein, soll das gar nicht abwertend kritisch sein oder, sondern wirklich dieses, ja, das ist vielleicht auch der starke Geist, der sehr viel reflektiert und sehr viel in sich selbst nachschaut und sehr kongruent sein will. Also wirklich mit meiner höchsten Wahrheit zu gehen. Und da habe ich dieses Jahr, das war vielleicht so ein persönliches Thema, diese Kongruenz mit mir selbst. Also da ist sehr viel Würze und sehr viel Wille, sowohl in Geistkraft als auch in Seelenkraft reingekommen. Und ja, ich bin teilweise noch im Ausklamüsern, wie das umsetzungstechnisch funktioniert und teilweise klappt es auch schon wunderbar. Ja. Okay.
Was sagt dein Gefühl, worum geht's kollektiv in 2024? Ich habe das Gefühl, ich müsste das dann schneiden, weil ich jetzt so viel nachdenke und ich will euch nicht so lange warten lassen. Aber ich merke, dass ich dazu eine Karte ziehen will. Ganz einfach nicht, weil ich denke, dass die Karte mir die Antwort gibt, sondern weil ich habe manchmal so Dinge in mir, wo die Karten mir helfen, quasi eine Wortbrücke zu bilden zu dem, was ich fühle. Ich werde jetzt mal einen Kartenset holen und mir eine Karte ziehen und dann werde ich versuchen, meine Antwort in Worte zu fassen. Moment. Alles klar. Dann schauen wir mal, was die Karten sagen. Nee. Wir schauen mal, was ich sage. Nur ich ziehe eine Karte, um eine Brücke zu finden, zu meiner Sprache, zu meinen Worten. Habe ich jetzt richtig gefühlt, dass richtig, richtig Gänsehaut bekommen. Und ja, ich habe die Muschel gezogen. Wisst ihr, woran mich die Muschel erinnert? So, es ist zumindest mein eigenes Bild. Mein eigenes Bild von der Muschel ist, dass da ein Schatz in der Muschel ist. Also eine Perle. Und man sieht diese Perle aber nicht. Man sieht es erst, wenn man diese Muschel aufmacht. Und ich habe. Ich habe irgendwann mal, ist schon eine Weile her, ein Video gesehen, wo gezeigt wurde, wie das passiert, wie das aufgemacht wird mit so einem Art von Messer. Und ich merke, dass mich das tief berührt hat, weil ich das, ich fand das hart. Ja, weil es war nicht dieses so, die Muschel öffnet sich, also es ist wie so, ne, so wie so eine Blüte, die einfach aufgeht, weil einfach die Zeit reif ist und die Sonne geht auf und so der Tag ist gekommen und die Blume sagt so, ja, ich bin bereit, ja, so mich zu öffnen, sondern es war so dieses Aufkrachen, dieses Auf so mit, also einfach, ja, mit so einer unabdingbaren Kraft. Das hat mich sehr, sehr berührt. Und ich sehe gerade diese Muschel an, oder ja, ich habe sie gerade gezogen und ich würde jetzt, also nochmal die Frage war, was ist da mein Gefühl, worum geht's kollektiv in 2024? Ich glaube, dass wir schon auch eine Art von Entscheidung treffen können, oder dass wir an so eine, dass wir an so einem Scheideweg stehen quasi, wo wir tiefer spüren dürfen. Ich kann das gerade nicht ausdrücken, ohne mich zu wiederholen, weil ich habe das interessanterweise gerade schon so ein bisschen auch in den letzten Minuten erzählt, aber wie würde sich unsere Erdengemeinschaft anfühlen? Wie würde es sich anfühlen, Mensch auf dieser Welt zu sein? Oder überhaupt auch Lebewesen auf dieser Erde zu sein? Ja, Erdengemeinschaft, das sind ja auch die Tiere und Pflanzen und so weiter. Wenn wir einander mit viel, viel mehr Würde und viel, viel mehr Weichheit begegnen würden. Ich glaube, dass 2024
von der Energie eine Zeit bereithält, die uns fordert, aber auch fördert, uns wirklich zu öffnen und quasi unsere innere Perle sichtbar zu machen, aber auch reinzubringen in diese Welt, über unsere Werte zu sprechen, auch über unsere Bedürfnisse, also über das, was sich innerlich sanft, weich anfühlt, ja. Ich glaube, es geht darum, dass wir viel mehr auch einander ermöglichen, sichere Räume zu erfahren, ja, und dass wir viel mehr einander ermöglichen, die Erfahrung zu machen, dass es sicher ist, dass wir uns öffnen, dass wir zeigen, was in uns ist, ja, welche Perle, welcher Schatz, welche, was in uns vorgeht, ja, dass wir einander sichere Räume halten, dass wir einander noch mehr sehen, noch mehr würdigen, wertschätzen. Ja, was auch Schönes und Wertvolles in dem anderen steckt, dass wir Potenzialseher werden. Also nicht nur so als Einzelne, sondern auch wirklich als Gesellschaft, dass wir aufeinander schauen und Potenziale sehen und dass wir einander ermutigen und ermuntern, fördern und auf eine gute Weise auch fordern, dass wir wirklich unser weichstes, unser bestes, unser zartestes finden, leben, zeigen, tragen und behüten. Ja, nicht nur in uns selbst behüten, sondern auch einander behüten. Dass wir viel mehr eine behütende Gesellschaft füreinander werden. Wer denn, ja, vielleicht könnte ich es so beschreiben. Aber je nachdem, wie es mir kräftemäßig geht, würde ich schon auch sehr gerne wieder ein Jahresausblick-Video machen. Es ist auf jeden Fall auf meiner inneren To-Do-Liste. Und wenn ich die Kraft habe, dann ja, kommt dazu einfach noch, ja, wie immer eigentlich, ein separates Video, wo wir dann nochmal tiefer reinschauen. Aber das ist so für den ersten Moment mein Impuls, was so im nächsten Jahr was da so auf uns wartet. Ja. Dein Tipp für friedvolle Weihnachten. Oh, das ist so schwer zu sagen, weil wir sind ja alle so unterschiedlich und haben auch hier so unterschiedliche Abläufe und Gewohnheiten, aber auch Bedürfnisse. Von daher mein Tipp ist etwas, was ich selber in der Vergangenheit tatsächlich auch umgesetzt habe. Ob es natürlich jetzt für jeden das Richtige ist, um friedvolle Weihnachten zu erfahren, kann ich nicht sagen. Aber für mich, mir hat es geholfen, dass ich mich wirklich vor allen Dingen Heiligabend gefragt habe, worauf habe ich jetzt Lust? Und mir erlaubt habe, auch aus der Norm vielleicht herauszugehen, muss ich jetzt Familie sehen oder muss ich jetzt irgendwie zur Weihnachtsandacht gehen oder muss ich jetzt dies tun oder muss ich jetzt das tun? Muss ich mit dem Partner verbringen oder muss ich überhaupt jemand sehen? Kann ich auch alleine sein? Ja, das waren so Fragen, die mich viele, viele Jahre immer wieder bewegt haben und wo ich schon für mich auch verschiedene Dinge ausprobiert habe. Und wo ich gemerkt habe, dass das gut, mir gut tut. Also das habe ich natürlich dann oft so im Nachhinein erst festgestellt, dass ich immer freier geworden bin, meinen Heiligabend zu gestalten, weil ich einfach schon so viele verschiedene Varianten ausprobiert habe, mit Familie, ohne Familie, mit Gottesdienst, ohne Gottesdienst, dies, das, jenes. Und diese Freiheit bringt mir sehr viel Frieden, weil ich da einfach wirklich gut für mich spüren kann, worauf habe ich Lust oder ja, vielleicht auch wofür habe ich denn Kraft, ja, und mich dann darin frei zu entscheiden und nicht in irgendeiner Norm quasi so
auf irgendeinem vorbestimmten Gleis mich verhalten zu müssen. Das hat mir sehr geholfen. Ob das jetzt ein Tipp für alle ist, kann ich irgendwie nicht so richtig sagen. Aber ja, also zumindest sich selbst die Freiheit zu erlauben, zu spüren, worauf habe ich Lust, beziehungsweise was brauche ich auch, was kann ich denn vielleicht auch gerade? Und diesen Willen oder diese Entscheidung für sich zu treffen, dass man es vor allen Dingen für sich selbst so friedvoll wie gerade möglich gestaltet, was auch immer das bedeutet, ja. Und vor allen Dingen auch den eigenen Frieden auch zu priorisieren, ja, und nicht hinten anzustellen, sondern seinen eigenen Frieden als Teil der Weihnachtszeit quasi zu betrachten und einzubringen und sagen, so, ich bin wichtig und mein innerer Frieden ist wichtig, wie auch immer ich dich das dann umsetze, ja. Aber zumindest in sich selbst seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Kräfte und Ressourcen, vielleicht auch Wünsche zu spüren, wahrzunehmen, anzunehmen und in sich selbst einen liebevollen Raum zu schaffen für die eigene innere Wahrheit. Ja, das hat zumindest für mich sehr viel Frieden gebracht, ja, was Weihnachten angeht. Ja. Okay, damit würde ich sagen, haben wir wieder ein langes, langes Video, ein langes, langes Video kreiert. Danke, dass ihr ja mit mir gemeinsam bis hierhin Zeit verbracht habt. Vor kurzem hat jemand zu mir gesagt, also du kannst wirklich vieles, aber du kannst keine kurzen Videos. Und dann habe ich gesagt, das stimmt, das kann ich wirklich nicht. Also das muss ich zugeben. Und das hat mich lange gekrämt. Das hat mich wirklich, und ich würde sagen, es kämmt mich immer noch. Es ist, weil ihr müsst euch vorstellen, kurze Videos sind einfach auch vom Bearbeiten. Das ist eine ganz andere, das ist ein ganz anderes Gewicht, ja, zu wissen, ich habe jetzt nur irgendwie 10 Minuten Video, die ich editieren und auch hochladen muss und so weiter und so fort. Das ist was ganz anderes, als wenn man ein langes Video hat. Also auch wirklich energetisch, das ist ein ganz anderes Gefühl. Und gerade wenn ich dann in so Phasen war, wo ich sowieso schon wenig Energie hatte, oder das ist zum Beispiel auch das, was jetzt gerade so der Fall war. Ich habe gerade einfach wenig Energie, beziehungsweise die Energie, die ich habe, brauche ich gerade sehr, sehr, sehr für dass mein Körper wieder heilen kann und das alles verarbeiten kann, was da jetzt einfach so alles aufgetreten ist. So, und dann habe ich quasi so mein Energiepotenzial und dann weiß ich, okay, wenn ich mich jetzt auch noch an dieses Video setze, dann wird es zu aller Wahrscheinlichkeit wieder ein langes Video. Das heißt, es ist irgendwie energetisch ein viel größerer Batzen, als wenn ich wüsste, okay, ich könnte jetzt einfach mal 10 Minuten hier so und dann ist, ja, so, und dann lade ich das hoch und dann so quasi so auf halber Energie das machen. Das liegt mir einfach nicht. Also ich noch nicht. Ich meine, noch nicht. Ja, vielleicht kommt es noch. Aber im Moment ist es absolut, ist es einfach auch, ja. Kurze Videos kann ich nicht. Oh. Und ich finde, das passt eigentlich gerade nochmal gut zu diesen friedvollen Weihnachten, ja, weil das ist, früher hätte mich das, also wirklich, wenn ich diesen Satz gehört hätte, oder ich habe ihn auch früher gehört, diesen Satz, ne, du kannst keine kurzen Videos, da habe ich richtig gemerkt, wie in mir so ein Rebell angegangen ist und dieses, das lasse ich nicht auf mir sitzen und so, ich bin damit nicht einverstanden und da. Und das war jetzt schön zu spüren, dass ich darüber lachen konnte und dass ich einfach genickt habe und gesagt habe, das stimmt, ja. Und zu spüren, wie viel Frieden darin ist, ja. Und auch über andere Dinge kann ich gerade schon viel, viel mehr lachen als früher und eben auch, ja, friedvoller Tipp für, oder ein Tipp für friedvolle Weihnachten. Das passt da auch irgendwie so gut zusammen, weil ich kann gerade über vieles, ich kann einfach vieles viel lockerer sehen und viel, viel mehr lachen und mich eben nicht mehr schlecht fühlen dafür, dass es so ist, wie es ist. Also zum Beispiel so, zumindest im Moment ist Trubel, ist nichts für mich, ja. Ich hab's lieber ruhig, ich hab's lieber.
besinnlich, würde ich sagen. Und zu viele Menschen bringen mich durcheinander und machen mir auch keine Freude. Und einfach zu sagen, okay, habe ich jetzt gerade einfach keine Lust drauf und es ist nichts falsch an mir, sondern das ist einfach gerade das, was ich gerade kann. Ja, und das ist das gerade das, was ich, wie ich gerade bin. Und damit im Frieden zu sein, das ist ja großer Balsam. Ja. Von daher, was kann ich so zum Abschluss sagen? Ich wünsche euch allen von ganzem Herzen friedvolle, für euch hier drin, ja, friedvolle, mit euch selbst verbundene Weihnachtstage, Rauhnächte, wie auch immer ihr sie mit euch, für euch verbringt. Ja, ich wünsche euch und mir und uns Verbundenheit mit euch selbst und ja, möge der Geist der Weihnacht, möge der Geist der Liebe, möge der Geist des Friedens euch berühren, euch einmummeln wie in einen warmen, wundervollen Wintermantel, euch Wärme schenken, vor allen Dingen hier drinnen in eurem Herzen, Ruhe im Geist und ja. Möget ihr glücklich sein. Ja, ich mag dieses Mantra sehr gern. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Das ist eines meiner Lieblingsmantren, meiner Lieblingswünsche auch, ja. Mögen alle Wesen dieser Welt Liebe und Friede erfahren, mögen wir glücklich sein, Glück erfahren, Friede erfahren. Und mögen wir lernen, dass wir ja uns einander immer mehr friedvolle, geborgene, sichere Erfahrungsräume schenken. Ja, das wünsche ich euch, das wünsche ich uns, das wünsche ich uns allen von Herzen. Danke für euer Sein. Bis zum nächsten Mal. Namaste.